hier ist übrigens Apollo, der immer vor meiner Tür steht und quiekt, ne? Und komm mal her. Mach mal Sitz. Ja, du möchtest gerne hier rein, ne? Das geht aber nicht, Apollo. Das geht aber... Nee. Apollo, raus. Geh mal raus. Nee, das geht nicht. Ich möchte keine Hundebabys. Mach mal Sitz. Oh. Nee, das geht leider nicht. Mäuschen. Oh, jetzt kommt Sheila von oben. Nein, Apollo. Geh mal runter, pass mal auf. Pass mal auf draußen. Nein, nein, draußen. Geh mal runter. Apollo, pass auf. Geh runter, pass auf. Pass auf. Oh nein. Jetzt kommt die Sheila. Ja, dann kommt Apollo. Dann lassen wir Sheila jetzt mal raus. Und Apollo kommt rein. So. Dann wechseln wir hin. Und Sheila, du gehst mal runter Pipi machen. Geh mal runter Pipi machen. Der ist ganz durch den Wind. Was ich euch zeigen wollte. Wir waren gestern bei Bauhaus, weil Mia sich unbedingt farbige Wände wünscht. Jetzt haben wir einmal hier so ein dunkles, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Das ist so, auch Apollo. Das ist so eine Art Brombeer und das ist halt so, Orchidee heißt die. Also die kommt hier viel knalliger rüber, als sie in Wirklichkeit ist. Die ist eigentlich dunkler und die ist halt auch ein bisschen dunkler. Die ist viel zu knallig hier. Naja, auf jeden Fall wollen wir so ihre Wände streichen. Und zwar wünscht sie sich, dass diese Wand, diese weiße hier, die Farbe kriegt und zwar gestreift. Ich halte da noch nicht so viel von diesem Dings hier. Und ich bin aber, diese Wand müssen wir auch streichen, weil, seht ihr das, wie dreckig diese Wand ist? Und die ist ein halbes Jahr alt. Also wir wohnen ja ungefähr ein halbes Jahr hier. Aber Mia packt immer mit ihren dreckigen Fingern, wenn sie gemalt hat, daran und klebt irgendwelche Sachen daran. Naja. Jetzt steht Apollo hier an der Tür. Oh Mann. Apollo, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ja, du darfst nicht zu Sheila. Geht nicht. Hm, da musst du durch. Ich weiß, du leidest, ne? Hm. Ich glaube, ich bringe die jetzt beide mal runter. Also Sheila ist ja schon unten. Und wir haben da so ein noch ein zweites Grundstück. Das kann ich euch ja mal im Schnelldurchlauf zeigen, ne, Apollo? Ja, dann komm. Ich habe übrigens gestern schon angefangen und hier so ein paar Fenster geputzt. Gestern Abend, weil es ja nicht so toll, wenn die Sonne dagegen scheint, ne? Und da habe ich im Schlafzimmer schon die beiden Fenster geputzt und im Wohnzimmer habe ich auch schon zwei, also nicht die Dreiecksfenster, sondern die anderen beiden geputzt. Und jetzt habe ich mir überlegt, ob ich nicht in Mias Zimmer die Fenster putze, weil ich da demnächst, oder vielleicht mache ich das sogar heute, die Lichterketten aufhängen möchte. Für Weihnachten. Ich weiß, eigentlich ist er noch nicht, mein Mann meinte gestern, das ist verboten. Schon so früh. Und ich so, hä? Er meinte, ja, das darf man halt erst ab frohen Leichnam. Aber ich meine, verboten. Ja, mag jedenfalls so gerne die Lichterketten. Und dann dachte ich mir, kann ich ja schon mal machen. Und ich kann euch ja mal zeigen, wie ihr Fenster aussieht, weil das habe ich bisher, also das habe ich nur einmal geputzt, als wir eingezogen sind, also im Frühjahr. Zum Herbst noch nicht und es sieht echt ein bisschen dreckig aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, also ich glaube, man sieht das ganz gut. Auch wenn ich da jetzt gegen die Sonne scheine. Auch wenn ich da jetzt so gegen... Weil das ist halt richtig... Also das sieht jetzt... Das sieht nicht so dreckig aus, wie es in Wirklichkeit ist. Also in Wirklichkeit ist es noch viel schlimmer. Jetzt scheint jetzt zwar die Sonne. Aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Und wenn jetzt noch ein paar Streifen dran sind, dann... Es ist halt so. Ich putze übrigens jetzt seit neuestem. Sonst habe ich mal mit Glasreiniger geputzt. Und jetzt habe ich hier solche Mikrofasertücher. Das ist ein normales Tuch. Damit mache ich erstmal den groben Dreck weg.
und der Rest ist Mikrofaser. Und eigentlich, wenn man dann irgendwann mal das ganze Putzmittel runter hat, dann kommen auch keine Streifen mehr, weil die Streifen kommen wohl nur wegen dem Putzmittel. Deswegen kann es sein, dass zwar jetzt noch ein paar Streifen sind, aber irgendwann habe ich es runtergewischt und dann kommt nichts mehr. Also Fenster sieht irgendwie nicht so gut aus. Also es ist nicht mehr dreckig, aber halt überall noch Streifen. Ich mache das nachher nochmal, wenn es ein bisschen dunkler ist. Das Doofe ist halt, dass die Sonne die ganzen Vor-, also von morgens eigentlich bis 18, 19 Uhr. Also jetzt ja nicht mehr. Das ist ja ein bisschen, stimmt, es wird ja ein bisschen früher dunkel. Vielleicht mache ich das nach der Tanzschule nachher nochmal, ihr Zimmer. Und mache die Lichterkette dann mit ihr zusammen. Da freut sie sich bestimmt auch. Ich habe jetzt nochmal schnell ihr Zimmer gewischt. Ich weiß nicht, sieht man, dass es gewischt ist? Es glänzt ein bisschen. Und es ist jetzt, ich guck mal, 11:30. Und Ben ist eigentlich eingeschlafen. Jetzt gehe ich mal hoch. Und gehe an meinen Computer. Da ist er. Und werde jetzt nochmal. Wo bin ich denn da? Und werde jetzt nochmal versuchen, ein paar Videos zu schneiden. Hier oben ist es ganz schön warm. Naja, dann fange ich mal an. Ja, ich muss mir erst noch was Neues zu trinken holen. Und die Küche sieht auch aus wie Sau, aber ist mir egal. Nein, ich mache es nachher noch weg. Bis mein Mann kommt, ist ja noch ein bisschen Zeit. Der kommt ja erst später. Und ja, ab 1 kommt ja. Ab 1 kommt ja der Kühlschrank. Da muss ich auf jeden Fall ja bereit sein. Ich werde ja die Hunde bellen hören. Und ich habe eigentlich vor, so direkt um 1 oder kurz nach 1 halt loszufahren, die Kinder abholen, weil ich muss Mia abholen und ihre Freundin Julia. Dann bringe ich Julia nach Hause. Das liegt halt total auf dem Weg und dann finde ich es immer blöd, wenn die Mama da extra in dieser Kälte irgendwie zu Fuß losgehen muss oder halt mit der Straßenbahn fährt und so. Weil Julia noch eine kleine Schwester hat und das ist irgendwie. Es dauert halt total lange, bis sie sich fertig gemacht hat, dann hingegangen ist, dann nötig die Schwester irgendwie zum Beispiel rum. Ich kenne das ja mit mir. Deswegen, dann bringe ich Ben halt rüber, hole Mia und Julia ab, bringe Julia nach Hause. Dann schaue ich mal, was ich mache, wahrscheinlich noch aufräumen. Und dann geht es um 16 Uhr zum Tanzen. Und sie, Mia freut sich schon total drauf. Also sie findet es ja sowieso schon toll, aber jetzt, wo ihre Freundin auch noch aus dem Kindergarten mitmacht, freuen sie sich riesig, die beiden. So, ich werde jetzt erstmal gucken, ob ich meine Videos weiterschneide, weil ich das die ganze Zeit überhaupt nicht geschafft habe. Und ich habe schon zwei geschnitten, die ich eigentlich online machen kann. Aber ich muss die irgendwie noch umwandeln. Und das geht eigentlich mit meinem Programm, aber das ist halt so eine Demo-Version. Und ja, wahrscheinlich muss ich das Programm nochmal löschen und wieder neu installieren. Und dann kann ich es nochmal umwandeln. Schau ich mal. Also wünscht mir viel Erfolg. So, ich habe jetzt die Mia abgeholt und der Baby Ben. Der Ben, der liegt hier in seinem Körbchen, ne? Und spuckt mal wieder und lacht dabei. Und ich warte immer noch auf meinen Kühlschrank. Also die haben ja gesagt zwischen, ich gehe mal im Fenster gucken. Die haben ja gesagt zwischen 13 und 18 Uhr. Und jetzt habe ich ja schon Mia abgeholt. Dachte ich schon, oh, vielleicht kommen die ja in der Zeit. Das wäre ja auch nicht so toll gewesen. Aber um 16 Uhr muss ich ja wieder los zum Tanzen. Und ich glaube, mein Mann ist dann noch nicht zu Hause. Naja, wollen wir mal das Beste hoffen, dass es am besten vorher kommt. Und jetzt möchte ich erstmal was kochen. Und ich drehe mal die Kamera. Koche ich jetzt Nudeln. Am liebsten esse ich Bandnudeln oder diese Spirelli-Nudeln. Und habe erstmal schon mal Wasser aufgekocht. Und kippe das hier mal rein. So. Das werde ich jetzt mal. Oh, falsch. Ich nehme mal das Falsche. Aufkochen. Ein bisschen Salz reinmachen. Und dann packe ich meine Kochblume da drauf. Also ich kann euch so eine Kochblume echt nur empfehlen. Ist zwar teuer, aber da wird nie wieder das Nudelwasser überlaufen. Und ich habe übrigens so ein Ding auch noch in günstig. Diese Kochblume, die habe ich von meiner Mama geschenkt bekommen. Die hat irgendwie 26 Euro, glaube ich, oder 25 Euro gekostet.
Und diese günstige hat 6 Euro gekostet. Bei Aldi gab es die, ne? Also. Und also ich finde natürlich, die Kochblume sieht ein bisschen schöner aus. Aber sie macht, also sie funktioniert genauso. Jetzt muss ich hier kurz Wasser reinmachen. So. Jetzt koche ich nämlich nochmal Wasser auf. Weil ich mache nämlich so Brokkoli-Nudeln, also Nudeln mit Brokkoli zusammen. Und dafür brauche ich jetzt erstmal. Ja, ist ein bisschen unaufgeräumt. Die schneide ich jetzt mal auf. Ich packe auch mal zur Seite. Ich habe den eingefrorenen Brokkoli in diese Schale gekippt, habe dann heißes Wasser drüber gegossen, damit der Brokkoli ein bisschen auftaut. Dann habe ich mir Sahne aus dem Kühlschrank geholt. Das ist so eine 7% Sahne, also etwas weniger Fett. Und dann habe ich mir Schmelzkäse geholt. Also den hatte ich jetzt noch da. Könnt euch einen anderen nehmen, mit Kräutern oder so. Dann habe ich alles vermengt. Hier seht ihr den Brokkoli, der aufgetaut ist. Und ich habe ein bisschen Fondue reingemacht. Zusammengekippt. Ja, ein bisschen umgerührt, ein bisschen gekocht und dann kamen eigentlich nur noch die gekochten Nudeln rein. Ich habe übrigens aus dem restlichen Kürbis, den ich noch im Kühlschrank hatte, den habe ich jetzt einfach klein geschnitten und den friere ich jetzt ein, weil unser kleiner süßer Ben, der ist ja jetzt schon 12 Wochen alt und ab 16, also wenn die 4 Monate alt sind oder 16 Wochen, ab da kann man anfangen und den Babybrei geben. Und ja, ich will den halt teilweise selber kochen, aber jetzt auch nicht alles, ne? Also wenn ich jetzt was übrig habe, koche ich den selber. Und wenn ich nichts übrig habe, kann ich auch mein Gläschen machen. Also ich bin da jetzt nicht so nur selbst gekochtes oder so. Aber das hat sich jetzt angeboten und dann mache ich das natürlich. So sahen dann übrigens die fertigen Nudeln aus. Ich musste das nachvertonen, weil Baby Ben geschlafen hat. Ich wollte ihn nicht wecken. So, die Nudeln sind jetzt fertig. Baby Ben ist so halb am Einschlafen. Da sind die Nudeln. Moment, seht ihr die? So, und ich habe gerade den Anruf gekriegt, dass der Kühlschrank gleich kommt. Also 20 bis 40 Minuten. Passt perfekt. Was ist jetzt kurz, also so 10 vor 3. Das heißt, ungefähr um 3:30 sind die da. Dann kann ich noch super zum Tanzen gehen. Und eigentlich wollte ich hier noch saugen, weil hier sind voll die, ich weiß nicht, sieht man das? Voll die Krümel auf dem Fußboden. Aber da er jetzt am Einschlafen ist, nutze ich das jetzt mal ein bisschen und esse jetzt erstmal was. Und dann, ich habe schon 2 Videos heute für euch geschnitten. Und die sind auch so am. Nicht so laut. Das Format ändert sich dann irgendwie, keine Ahnung. Und dann muss ich das wieder ins MP4-Format umwandeln. Und das dauert halt immer total lange. Aber die sind auch beide schon umgewandelt. Wo ist mein Lieblingslöffel? Kennt ihr das? Ich nehme so, also auch hier beim so Kelle und sowas, ne? Da habe ich immer meinen Lieblingslöffel. Ja, der ist vorhin in der Wäsche. Auf jeden Fall dauert das eigentlich am meisten, oder das mache ich dann halt irgendwie nachts oder so. Das habe ich jetzt vorhin auch schon gemacht, als ich beim Kindergarten war. Das eine Video, das andere Video müsste jetzt eigentlich auch fertig sein. Und dann habe ich nämlich noch ein Video für euch, weil ich habe voll überhaupt nicht gedreht. Also ich habe zwar immer Videos gemacht, aber ich habe die nicht bearbeitet und geschnitten und sowas. Und das mache ich jetzt ganz, ganz fleißig. Ich jetzt weiter dazu komme. Und danach geht's zur Tanzschule. Aber vielleicht zeige ich euch auch gleich nochmal den Kühlschrank. Der ist zwar noch eingepackt, aber könnt ihr mal sehen, was das für ein Riesending ist. So, also so sieht der von außen aus. Also fast wie der andere. Und jetzt mache ich ihm auf. Das Coole, was ich finde, der hat hier halt einen Griff. Das hatte der andere Kühlschrank nicht. Und so sieht der schon von innen aus. Ich war gestern einkaufen bei Aldi und da kann ich euch auch nochmal ein Haul hochladen. Vielleicht habt ihr ja Lust darauf.
Weil der andere Heuer ist eigentlich ganz gut angekommen bei Lidl. Jetzt kann ich euch noch mal zeigen, was ich hier so habe. Und zwar hat der hier so ein Gemüsefach wieder. Und da ist mal ganz Gemüse drin und Obst. Und das ist auch noch ein bisschen, also 10 cm tiefer als der andere. Also breit sind die gleich gewesen, aber das ist auch noch 10 cm tiefer. Finde ich ganz cool. Dann hat der hier zwei Fächer. Der andere hatte nur ein Fach. Dann habe ich hier einmal so ja, Käse und Wurst. Und mein Mann hat den mit eingeräumt. Und er meinte halt, wir wollen hier so die Sachen reinpacken, die noch zu sind. Und hier so die angefangenen Sachen. Ne? Also, ja. Dass wir halt nicht immer suchen müssen, sondern erstmal das aufbrauchen, damit nicht immer tausend Sachen angefangen sind. Ja, dann habe ich hier so Joghurt, die habe ich extra nach unten gepackt, weil Mia ganz gerne sich auch meinen Joghurt, also sie fragt mich immer, aber sie holt sich auch gerne meinen Joghurt selber raus und dann kommt sie hier besser ran als halt ganz oben, ne? So, hier sind die Sachen, hier sind so Eier und sowas. Hier sind solche, das wollte ich euch nochmal zeigen, das sind solche Plätzchen schon vor, also die muss man nur noch, die sind nur noch schneiden und die wollte ich auch nochmal wieder machen. Also ich wollte Plätzchen backen und dann kann man die nochmal schnell selber mitzumachen. Ja, hier ist auch halt viel Platz. Was ich hier ganz cool finde, ist dieses Ding hier. Das kann man hoch machen, wenn man es nicht braucht. Also dann ist es quasi nicht da. Und ansonsten kann man da halt so Getränke reinpacken. Und das ist auch viel tiefer als das andere. Also da passt auch mal locker so eine große Flasche rein. Und diese andere Getränkeablage, die wir hatten, da sind die Flaschen immer vorne so runtergekippt. Ne? Also das wäre nur was für 1 Liter Flaschen. Und das finde ich hier ganz cool, dass das halt viel größer ist. Und wenn man es mal nicht braucht, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie... Er piept gerade, Moment. Nach einer Minute piept der Kühlschrank. Muss man einmal zumachen, einmal aufmachen. Also wenn man hier jetzt so eine Feier hat oder so und macht man, keine Ahnung, einen großen Salat oder so und braucht diese Getränkeablage nicht, kann man die einfach hochklappen. Hier oben habe ich wieder das alkoholfreie Bier von meinem Mann und ja, so ein paar Sachen, eigentlich seine Sachen so. Und hier sind ja, die Getränke drin, was hier ganz cool ist. Ich weiß nicht, ob man das zeigen kann. Das Ding heißt Easy Lift. Das kann man halt, das mache ich jetzt nicht, aber das kann man halt hoch und runter machen. Ne? Also wenn man jetzt immer nur kleine Flaschen hat, kann man es runter machen und hier zum Beispiel die Ketchup-Flaschen hinstellen. Aber wir haben halt immer relativ große Sachen. Und deswegen haben wir es so weit runter gemacht. So weit hoch gemacht. Ja, dann haben wir hier oben die Butter und die kann man halt auch zumachen und aufmachen. Ja, hier haben wir auch noch was. Und hier habe ich so eine Schale hingemacht, eine Tupper-Schale. Und habe so ganz viele Soßen, die man immer so übrig hat, so da reingemacht. Dass wenn wir so Chicken Nuggets oder so essen, können wir uns einfach diese Schale rausnehmen und müssen nicht das immer so einzeln rausnehmen. Ja, das ist der Kühlschrank. Und was auch noch richtig cool ist, man kann den halt richtig weit rum machen, ne? Ich weiß nicht. So weit rum geht der, ne? Also, das ist echt cool. Ja, das ist die obere Etage. Und die untere Etage ist ein bisschen kleiner als beim anderen. Beim anderen hatten wir quasi 3 Schubladen in dieser Größe. Und jetzt haben wir einmal diese Größe und einmal so eine etwas größere. Also der ist etwas kleiner, aber passt eigentlich alles ganz gut. Und hier unten, und der ist auch relativ tief. Also ich habe das alles voll gemacht hier mit ganz viel Eiswürfeln. Und die Eiswürfel packe ich nämlich dann hier oben. Das ist abgetrennt mit so einer Abtrennung hier. Finde ich auch cool, dass das halt nicht alles so... man es besser ordnen kann. Und hier wollte ich ganz viele Eiswürfel reinmachen, weil ich liebe ja Eiswürfel, dass man die einfach sich nehmen kann, also einfach aus der Eiswürfelform schon rausmacht und sich die einfach nehmen kann. Ja. Und hier ist auch ganz viel Platz. Und diese Dinger hier, die waren übrigens auch damit bei, das sind so Kühlpads und die sind richtig, richtig groß. Das fand ich cool, dass die auch dabei sind. Also jetzt brauchen wir sie eigentlich nicht, aber ich hatte ja noch genug Platz. Und ich kann hier jetzt auch noch ganz viel reinmachen. Das ist auch richtig tief. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also das ist auch 10 cm tiefer als das andere. Ist halt von der Höhe ein bisschen kleiner. Aber das nimmt sich halt nichts, weil das von der Höhe, von der Tiefe halt genauso ist. Ja, und alles in allem finde ich den Kühlschrank halt echt cool, muss ich sagen. Man merkt richtig, dass der qualitativ hochwertiger ist. Ne? Als, das ist halt einer von Bosch. Ich zeige euch das mal. Bosch. Und davor war es halt Beko. Und ich fand den Beko eigentlich schon ganz gut, aber jetzt im Nachhinein finde ich den halt irgendwie besser. Ja, dann habt ihr den jetzt auch mal gesehen.